Vielleicht erinnerst du dich noch an eine Szene aus dem Film Die Reifeprüfung mit Dustin Hoffman. Und zwar auf einer Party trifft er einen Mr. McGuire. Und dieser Mr. McGuire nimmt den jungen Ben, so heißt er dort, der Dustin Hoffman in seiner Rolle, kurz beiseite und sagt, ich möchte dir nur ein Wort sagen, und zwar Plastik. Plastik, so meint Mr. McGuire, zu ihm, das ist die Zukunft. Und man muss sagen, Mr. McGuire hat recht behalten. Der Film ist von 1967 und wenn man sich heute die Zeit anguckt, dann kann man sagen, wir sind überhäuft von Plastik. Wir haben Plastikberge, Produkte, die eingepackt sind und wir wissen eigentlich schon gar nicht mehr, wohin damit. Wenn man in die Supermärkte reingeht, wir haben das ja alles schon durchgespielt, dann ist es voll mit Plastik. Bis unter die Decke hat man den Eindruck. Und deswegen haben wir eine Aktion, die nennt sich Weg mit dem Plastik und wir fragen uns, was kann man tun, um Plastik im eigenen Haushalt zu reduzieren. Ja, wie gut das klappt und wie wir da vorgegangen sind, das zeigt der Film. Das hier ist die Ausbeute einer Woche, das heißt unser Einkauf von einer Woche und wir haben den bereits reduziert. Man kann unterschiedliche Dinge sehen, vielleicht sind auch manche Sachen dabei, die einfach dann jetzt leer geworden sind und die wir dann deswegen wegschmeißen, also Verpackungen, die aufgebraucht sind, aber trotzdem das fiel in einer Woche an. Wir haben so Sachen jetzt wie Joghurtbecher, wo wir das Papier drumherum abgenommen haben. Wir haben von den Hundebeuteln noch die Reste, alten Ketchup. Ja, vielleicht von Früchten etwas und wir haben wirklich versucht, weniger Plastik einzukaufen und dennoch ist es so viel. Und wenn man das mal hochrechnet und sich überlegt, was das wohl im ganzen Monat ausmacht, was es im Jahr ausmacht, was alle Deutschen zusammen in einem Jahr an Plastik einkaufen, dann sind die Zahlen einfach gigantisch, wie ihr jetzt sehen könnt. Im Jahr 2015, die Zahlen werden alle zwei Jahre industrieseitig erhoben, verarbeitete die Kunststoffindustrie rund 12,06 Millionen Tonnen Kunststoffe. Ein Zuwachs von 2,6% im Gegensatz zu 2013. Der Kunststoffverbrauch in Deutschland lag nach Bereinigung um Im- und Exporte bei 10,1 Millionen Tonnen, eine Erhöhung um 4,6% im selben Zeitraum. Auch der Abfall stieg an, und zwar auf 5,92 Millionen Tonnen und um 4,23%. Nicht nur Mr. McGuire aus der Reifeprüfung würde sich da wohl die Hände reiben. Für uns ist es allerdings ein echtes Desaster, wenn man über die Folgen nachdenkt, denn so viel Plastik kann einfach nicht recycelt werden. So zeigt diese Grafik hier sehr deutlich, welche Branchen wie viel Prozent der Gesamtmenge an Kunststoffen verarbeiteten. Weit im Vordergrund mit über einem Drittel die Verpackungsindustrie. Wen wundert's? Und auf dieser Grafik kann man sehen, wie der Anteil der energetischen Verwertung mit den Jahren immer weiter stieg. Energetisch heißt hier, dass sie nicht recycelt, sondern für die Energiegewinnung verbrannt werden. Und zuletzt auf dieser Grafik sehen wir, wo die Kunststoffabfälle hauptsächlich verbleiben. Vieles wird zu Restmüll, wandert auf den Sperrmüll, wird geschreddert. Uns erscheint das Konzept Plastik weder rund noch sinnvoll zu sein. Doch was können wir tun, um Plastik in unserem Haus zu reduzieren? Das haben wir uns gefragt und das probieren wir aus in der Aktion. Und der erste von zwei Schritten lautet plastikfrei einkaufen. Im ersten Schritt analysieren wir unseren Einkauf. Es geht darum, einen Monat lang so wenig neues Plastik wie möglich ins Haus zu lassen, was bei uns so leidlich gut funktionierte. Hierzu machen wir drei Listen und hängen sie irgendwo gut sichtbar auf. Wir bei uns haben das in der Küche gemacht. Auf dem ersten Zettel notieren wir alle Dinge, die wir schnell bekommen und oft brauchen. In unserem Fall zum Beispiel Obst, Gemüse, Brot und Wasser. Außerdem alles das, was wir schnell und einfach in einer plastikfreien Version besorgen können. Das ist die Liste, die wir oft erledigen können bzw. müssen. Auf den zweiten Zettel schreiben wir Sachen, die nicht so dringend sind, die wir womöglich in ein bis zwei Wochen benötigen. Produkte, die wir nicht so einfach plastikfrei bekommen und wo wir nach Alternativen suchen, wo wir vielleicht auch mal etwas weiterfahren müssen, um sie zu bekommen. Und auf den dritten Zettel schreiben wir all die Dinge, die wir nicht unbedingt brauchen und auf die wir vielleicht sogar verzichten könnten. Sachen, die nicht plastikfrei zu haben sind, wo wir nach Alternativen suchen. Und im zweiten Schritt, dem Plastik aussortieren, geht es darum, Bilanz zu ziehen und auszumisten. Und der Schritt hat es in sich. Nimm dir einfach ein paar Schmierpapiere oder lade dir diese Liste herunter, die du auf der Aktionsseite findest. Und dann gehst du von Raum zu Raum und trägst alles ein, was aus Plastik ist. Das heißt, du machst eine Bilanz und schaust dir alles genau an.
Tja, ich sage auch nur ein Wort, Plastik. Wir können es zwar verschenken, tauschen, upcyclen, wir können es verkaufen, aber es bleibt immer noch irgendwie in der Welt und es hält Jahre, Jahrhunderte und tja, bleibt den kommenden Generationen erhalten. Also wir haben da noch keine wirkliche Lösung, außer wir reduzieren es, versuchen Sachen möglichst lange zu erhalten, achten beim Kauf schon darauf, was wir uns besorgen, suchen nach Alternativen und überlegen, wie wir einfach weniger Plastik in unser Leben und in unser Haus lassen. Wenn ihr Ideen habt, was man machen kann, wo es Alternativen zu bestehenden Plastikprodukten gibt, dann sagt Bescheid, schreibt Kommentare oder schickt eine Videobotschaft. Wir recherchieren weiter und wir hoffen, ihr bleibt mit am Ball und wir werden weiter berichten, wie es uns ergeht und werden auch die Ergebnisse zeigen, denn es kommt einiges an Ergebnissen zusammen und wir sind natürlich auch froh. Und wir sind auch froh, wenn wir irgendwann mal mit dem Thema Haus durch sind. Das können wir allerdings sagen.